Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Market Talk. Heute mit mir im Studio Vivian Sparenberg von der Bank Vontobel und Christian Fischer von Independent Credit View. Wir sprechen heute über Kredite, Zinsen, Risiken, Themen, die auch für die Aktienmärkte wichtig sind. Christian, der Anleihemarkt ist ja sonst eher leise. Jetzt haben wir in der ersten Jahreshälfte einen deutlichen Zinsanstieg gesehen. Das gab Verwerfungen auch an den Aktienmärkten. Was sind so die heißen Themen bei euch? Ja, eines der wichtigsten Themen, das uns beschäftigt im Moment, ist der Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Ja, nicht nur euch, ja. Damit natürlich verbunden, was ist der Einfluss auf die Wirtschaftsleistung, aber natürlich auch auf die Energieversorgung für Europa, aber insbesondere auch für Deutschland, die sehr stark vom russischen Gas abhängig ist. Ein weiteres Thema, das wir genau anschauen, ist die Geldpolitik der Notenbanken. Wir haben in den letzten Monaten doch einige Zinserhöhungen gesehen. Wie wird sich das auswirken auf die Wirtschaftsleistung? Wie stark wird sich diese abschwächen? Um natürlich dann, Ziel der Notenbanken, die Inflation bekämpfen zu können. Und wenn wir von Inflation sprechen, dann ist für uns als Analyst natürlich ganz wichtig, bezüglich auf die einzelnen Unternehmen, wie können die höheren Inputkosten, sei es Rohstoffe, sei es aber auch die Löhne, die teuer werden, wie können sie diese absorbieren? Können sie die Margen aufrechterhalten? Können sie die Preise weitergeben an die Endkonsumenten und so eigentlich das Kreditprofil stabil halten? Jetzt mit den gestiegenen Zinsen sind die Anleihen ja auch wieder interessant geworden. Das ist die eine Sicht. Die Firmen jetzt sind, also jetzt, wenn man das als Anleger anschaut, höhere Zinsen, interessant. Aber jetzt gerade die letzte Woche haben wir ja gesehen, noch ein neuer potenzieller Konflikt herrscht, Taiwan. Jetzt, was ist wichtiger, die interessanten Zinsen oder die gestiegenen Risiken überall? Was denkst du, was wird da mehr durchdrücken? Ja, das sind natürlich beide Faktoren sehr wichtig. Also wir haben auf der einen Seite die Zinsen, die gestiegen sind, das ist klar. Und auf der anderen... Auch wegen des Risikos, ja. Also wegen des Risikos, aber wir haben die Risikoprämien, oder? Und zusammen gibt das ja dann die Rendite. Mhm. Also die Risikoprämien sind aufgrund dieser Unsicherheiten gestiegen. Mhm. Aber wie eigentlich oftmals das der Fall ist am Markt, man wirft alles in den gleichen Topf. Das heißt, wir beobachten natürlich auch, dass sehr gute, solide Unternehmen, auch dort sind die Risikoprämien gestiegen. Das heißt, ein solches Überschießen bringt natürlich auch immer wieder Opportunitäten. Was sind denn die soliden Firmen? Ja, solide bezeichnen wir aus der Kreditanalyse natürlich Unternehmen, die über eine starke Marktposition verfügen. Solche, die auch eine Preissetzungsmacht haben, also eben genau die eigentlich diese Preise, die höheren Preise aufgrund beispielsweise durch die Inflation auch weitergeben können. Und auch ganz wichtig natürlich die Diversifikation einerseits absatzmäßig, also eine breite Kundenbasis, aber auch von den Bezugsquellen her. Wir wissen gerade von den Lieferengpässen, dass da gewisse Probleme aufgetaucht sind. Wenn man da zu einseitig sich orientiert hat, dann hat man jetzt Probleme. Und Christian, wenn man jetzt mal anschaut, Aktien, Anleihen, was gibt es noch, wo man investieren kann? Immobilien vielleicht? Immobilien waren in den letzten Jahren stark im Fokus, absolut. Wir können aber beobachten, dass bereits Projekte im Bereich Netto-Mieterrendite 2-2,5% die Hand tauschen. Und da sind wir schon der Meinung, oder wenn wir an den Anleihenmarkt schauen, wir hatten vor einigen Wochen die Situation, dass man doch für absolut Top-Bonitäten auch um die 2% Rendite wieder bekommen hat. Da spüren wir von den Kunden doch mittlerweile, dass es Alternativen gibt oder dass man halt, ich glaube, der Zenit, was die Immobilienpreise anbelangt, langsam erreicht ist. Also sollte ich jetzt als Privatperson lieber keine neue Immobilie mehr anschaffen? Ich würde nicht sagen, keine mehr anschaffen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt einen Immobiliencrash haben. Aber ich glaube einfach, dass der Weg immer noch weiter geht zu noch höheren Preisen, noch höheren Preisen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr gegeben. Und man soll einfach genau kalkulieren, vorsichtig kalkulieren, was die Zinskosten anbelangt. Jetzt haben wir vor allem im April, Mai, teilweise auch noch Anfang Juni ja gesehen, dass viele Entwicklungen an den Märkten korreliert haben. Also Aktien fielen, Anleihen, auch der Bitcoin, von dem man sich immer versprochen hat, dass er dann irgendwie alles auffängt, wenn alles in die Binsen geht. Ja. Aber ist nicht trotzdem so viel Geld gedruckt worden? Eigentlich müsste doch so viel Liquidität im Markt sein, oder nicht?
Ja, also ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass da wirklich Rückkopplungseffekte begonnen haben zu greifen. Also der eine kann nicht mehr, weil der andere nicht mehr kann. Wie gefährlich, Christian, können solche Effekte werden? Ja, ich glaube grundsätzlich natürlich, wir haben gesehen, der Zins ist wieder gestiegen. Das heißt, der Zins, der natürlich jetzt dem Geld wieder einen Wert gibt, also ich bekomme das Geld nicht mehr gratis, ist grundsätzlich etwas Positives. Das heißt, auf einmal kommt dann aber noch die Risikoprämie obendrauf. Oder? Ja, absolut. Aber ich glaube, er hat einen gewissen disziplinierenden Charakter, wenn ich fürs Geld wieder was bezahlen muss. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass es einige gegeben hat, die in den letzten Jahren viel Geld verdient haben, die Werte haben sich gut entwickelt, dass jetzt die Schäfchen ins Trocknen bringen möchten. Ich glaube, grundsätzlich aus fundamentaler Sicht sprichst du eigentlich dann auch das Thema an, die Ausfälle. Also was kann passieren, wenn die Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen, aufgrund beispielsweise der Wirtschaft, die eingebrochen ist, oder den höheren Zinsen? Ja, wir haben das in Deutschland jetzt auch gesehen mit Energieversorgung. Also da geht es ja relativ schnell. Das kann sehr schnell gehen, ja. Wenn wir den Blick auf die Ausfallraten werfen im Moment, dann müssen wir immer noch sagen, wir sind auf sehr, sehr tiefen Niveaus. Und natürlich, wir hatten jetzt eine lange Zeitspanne mit tiefen Zinsen. Das heißt, wir beobachteten, dass viele Unternehmen ihre Verbindlichkeiten refinanzieren konnten zu günstigen Konditionen, in der Tendenz auch eher etwas längerfristig. Das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir einen sprunghaften Anstieg erleben werden, was die Ausfälle anbelangt, aber wir rechnen auch natürlich mit steigenden Ausfallraten. Stichwort Firmen, gutes Thema, kommen wir doch gerade zu den Märkten. Da bin ich mal gespannt. Auf InvestCH habt ihr am 10. Juli rum doch von einer größeren Erholung gesprochen. Die ist jetzt scheinbar doch eingetreten, oder? Ja, die ist gekommen und da muss man auch sehen, da gibt es ein paar Faktoren, die Erholung getrieben haben. Also viele Aktien haben, einzelne Aktien haben 40, 50 oder sogar noch mehr Prozente verloren gegenüber den Höchstwerten, die wir übrigens ja schon vor der Russland-Ukraine-Krise erreicht haben im November. Also die haben sich halbiert und dann ist es einfach für Schnäppchenjäger natürlich irgendwo interessant, wieder zu kaufen. Wir haben dann aber auch den Umstand, kein Trend, geht einfach geradlinig in eine Richtung, also nach unten. Da gibt es immer wieder Zwischenbewegungen, Erholungen, die Zyklizität. Und das hat jetzt unserer Meinung nach eben zu dieser erwarteten, größeren Erholung geführt. Aber wahrscheinlich geht jetzt nicht mehr sehr lange weiter, sondern ist nicht mehr so weit vom Zenit entfernt. Vivien, also du siehst ja, wie der Handel läuft. Habt ihr jetzt da viele Gelegenheitskäufe gesehen von Privatinvestoren? Oder war das Publikum jetzt da doch noch sehr zurückhaltend? Wie ist das jetzt gelaufen? Wenn man sich mal die strukturierten Produkte anschaut oder auch das Handelsvolumen in den letzten Monaten, dann kann man doch nicht den Trend von Aktienmarkt direkt auf strukturierte Produkte abbilden, weil als erstes geht meistens der Aktienmarkt, da geht es rund und dann kommen die strukturierten Produkte, weil die Leute sich dann auch sicher fühlen und denken, okay, ich habe jetzt vielleicht hier was erkannt oder nicht. Es gibt immer noch die Daytrader, die vor allem auf der Hebelseite eigentlich in jeder Marktlage unterwegs sind, aber man hat gerade auch im Juli jetzt gesehen, dass das Handelsvolumen immer noch rückläufig ist. Das hat noch damit zu tun, dass natürlich auch Sommerferien sind. Das hatten wir die letzten Jahre zwar gar nicht, das Sommerloch. Jetzt dieses Jahr ist es mal gekommen. Und seit Mai ist es eigentlich relativ rückläufig, das Volumen für die strukturierten Produkte. Aber jetzt hoffen wir, dass gerade im August es wieder aufwärts geht. Christian, jetzt die große Frage. Investierst du am Aktienmarkt persönlich und in welche Aktien investierst du? Ja, ich investiere auch am Aktienmarkt. Mein Hauptengagement ist die eigene Firma, die Independent Credit U. Da habe ich am meisten Geld investiert. Ansonsten bin ich einerseits indirekt natürlich in Aktien investiert, über die Pensionskasse, über die Vorsorge. Da bin ich gespannt, wie die das künftig managen auch werden. So ein potenzielles Krisenthema. Jawohl. Und natürlich auch sonst habe ich noch weitere Aktienanlagen. Dann aber mehrheitlich im Bereich der kollektiven Anlagen, wo ich dann den Spezialisten lieber vertraue und sie machen lassen. Also etwas, was ich jetzt wirklich jeden Gast frage, weil es ist ja so ein bisschen eine Glaubensfrage bei vielen Kryptowährungen. Bist du bei Bitcoin dabei oder Ethereum oder sowas? Da kann ich eine ganz klare Antwort geben. Nein, da bin ich nicht dabei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, ist ein Bereich, da haben wir ganz viele Investitionstouristen gesehen. Die sind teilweise jetzt wieder abgesprungen.
Weil der Punkt ist, und da bin ich überzeugt davon, viele wissen gar nicht, um was es überhaupt geht hinter den Cryptocurrencies. Und das ist mitunter auch ein Grund, ich selber verstehe das System auch nicht bis ins letzte Detail. Und was ich nicht verstehe, dort investiere ich nicht. Meine Damen und Herren, bitte hinterlassen Sie uns auch Ihre Meinung zu diesen Krypto-Geschichten, zu Aktien und wie Sie zu Anleihen stehen. Da gibt es ja die Kommentarmöglichkeit im YouTube-Video unten. Und sonst lassen Sie uns auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Damit helfen Sie uns bei YouTube, deren Algorithmus auf solche Dinge reagiert. Und wenn Sie das machen, helfen Sie auch anderen Investoren, dass die unser Video zu sehen bekommen. Christian, ihr von Independent Credit View habt Ende vergangener Woche eine Studie herausgebracht, wo ihr die 40 größten europäischen Banken auseinandergenommen habt und geprüft habt, wie gut da die Sturmfestigkeit ist. Kannst du daraus unseren Zuschauern irgendetwas verraten? Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben die Banken angeschaut und grundsätzlich natürlich, wenn wir die Banken analysieren, schauen wir auf die Fundamentaldaten, also wie steht es um die Kapitalkennzahlen, wie steht es um die Refinanzierung, wie ist die Erträge, wie nachhaltig sind die Erträge. Das waren eigentlich mal im ersten Bereich die Analyse und da haben wir festgestellt, dass in den letzten Jahren die Banken die Kreditprofile verbessert haben. Auch die Corona-Pandemie konnte da nicht allzu viel daran ändern, zu unserem Erstaunen. Da haben die fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen den Banken sehr stark geholfen. Was wir auch angeschaut haben, ist natürlich jetzt die höhere Zinssituation. Grundsätzlich sind höhere Zinsen, aber auch eine steilere Zinskurve positiv für die Banken, je nach Geschäftsmodell. Das haben wir mit berücksichtigt, welche Banken profitieren am meisten davon, welche eher weniger. Und dann aber das zentrale Element war unser Stresstest. Wir haben dieses Jahr das Thema Immobilien genommen, weil wir doch in Europa gesehen haben, dass die Immobilienpreise sehr stark angestiegen sind, teilweise unseres Erachtens sogar überhitzt sind. Und haben darauf basierend einen Stresstest gemacht. Und ich glaube, positiv kann man erwähnen, wir haben zwar Banken, die strukturelle Probleme haben, sei es gerade in Deutschland oder Italien, dazu gehört auch eine Credit Suisse, aber alle Banken bestehen unseren Stresstest, sprich die Mindestanforderung seitens der Regulation an die Kapitalbasis kann erfüllt werden, auch wenn bei Einzelnen der Puffer sehr gering geworden ist. Erstaunt mich jetzt ein wenig. Es hat jetzt doch Schweizer Banken gegeben, die während den vergangenen 4-5 Jahren aufgefallen sind, indem sie sehr aggressiv Immobilienkredite vergeben haben. Und da ist jetzt nichts irgendwo, was wirklich dunkle Wolken am Horizont zeichnen würde. Nein, für uns im Moment noch nicht. Der Punkt ist natürlich, dass die meisten Hypothekarkredite auf privatem Wohneigentum gesprochen wurden in der Schweiz. Und dort sehen wir schon noch gewisse Puffer, die vorhanden sind. Also einerseits natürlich das Eigenkapital, das die Privaten mitbringen müssen, um eine Liegenschaft erwerben zu können. Auf der anderen Seite auch eine Tragbarkeit, die mit 5% in der Regel gerechnet wird bei den Banken. Also auch jetzt die gestiegenen Zinsen auf vielleicht 2,5-3% auf 10 Jahre müsste eigentlich weiterhin tragbar sein. Und dann für uns natürlich auch ganz ein wichtiger Punkt, ein Privater hat eine andere Bindung zu seinem Objekt, eine emotionale Bindung. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass man da versuchen wird, möglichst viel zu unternehmen oder irgendwo anders zu sparen, bevor man dann seine Liegenschaft oder seine Wohnung verkaufen muss. Meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse an dieser Studie haben, es gibt eine Service-Seite zum Markettag, investh-markettag, ohne Bindestrich oder was dazwischen. Dort finden Sie weitere Informationen, auch die Links zur Studie von Christian. Christian, bei den Schweizer Banken beispielsweise hast du ja jetzt gesagt, ist der Hypothekarmarkt nicht so schlimm oder es ist besser gesagt eigentlich relativ gut verlaufen, was ihr geschaut habt. Und wie sieht es jetzt bei den Immobilienunternehmen aus? Ja, die Immobilienunternehmen haben bislang natürlich über die letzten Jahre massiv profitieren können von den gestiegenen Immobilienpreise. Das hat dazu geführt, dass man Aufwertungen verbuchen konnte und damit konnte man das weitere Wachstum finanzieren, aber auch aktionärsfreundliche Finanzpolitik betreiben. Also man hat Dividenden bezahlt, man hat Aktien zurückgekauft. Und da sehen wir schon, dass wir langsam an den Punkt kommen, wo das nicht mehr nachhaltig ist, dass man weiter solche hohe Aufwertungsgewinne verbuchen kann. Also entsprechend jetzt mit den höheren Zinsen und wenn es da einen gewissen Druck auf die Preise gibt, dürften die sicher am meisten Probleme bekommen.
Also vor allem Immobilienunternehmen, die da, ich sag mal, wo man wirklich ein gutes Auge drauf haben muss. Vivien, habt ihr denn auch Produkte, wo sich private Immobilienbesitzer dagegen eine weiter negative, für sie negative Entwicklung irgendwie absichern können? Tendenziell ist es relativ, also wenn man nur den strukturierten Produktebereich anschaut, ist es natürlich relativ schwierig, sich gegen verschiedene Szenarien hier zu positionieren. Was man natürlich machen kann, man kann sich gegen oder man kann sich für die Kreditvergabe entscheiden, dass man beispielsweise schon vorher Kredite aufnimmt, weil man davon ausgeht, dass die Zinsen in Zukunft steigen werden. Oder man Bereich einfach aus dem Aktienbereich sich was rausnimmt, weil strukturierte Produkte an sich auf so lange Zeit sich gegen Zinsen abzusichern, doch relativ schwierig. Also mit den Hypotheken, dass man zum Beispiel jetzt eine Hypothek jetzt schon verlängert, die vielleicht erst Ende nächsten Jahres fällig würde zur Verlängerung, dass man das vorzieht, meinst du? Ja, und man hat auch schon aber relativ viele Probleme auf dem Zinsmarkt gesehen. Ich habe mit unseren Bondhändlern oft gesprochen, die Zinskurve macht nicht immer das, was sie eigentlich soll oder was sie erwartet hat. Und das ist natürlich für, wenn es für Bondhändler schwierig ist, ist es natürlich auch für Privatanleger schwierig, das irgendwie rauszubekommen. Aber man hat noch ein relativ niedriges Zinsniveau. Man kennt auch Jahre oder von weiter her Jahre, wo es noch viel, viel höher war, dass man sich vielleicht jetzt nochmal, sage ich mal, den kleineren Zins abstecken kann für vielleicht die nächsten 10 Jahre, wenn es noch möglich ist, weil die Zinsen werden auf jeden Fall eher steigen, als dass sie runterkommen. Christian, es ist die Rede davon, dass Europa vor oder ja eigentlich schon in einer Rezession steht. Jetzt haben wir da die Krise um China, die sich erweitern könnte. Vielleicht kommt auch noch irgendjemand da wieder auf die Idee, Covid-Lockdowns oder sowas zu machen. Also es hat viele dunkle Wolken, die da am Horizont stehen. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, worauf bei all diesen Entwicklungen müssten die Investoren, die privaten Investoren, aber auch die institutionellen, denn besonders jetzt achten? Also die Kristallkugel haben wir natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wenn man heute investiert, dass man schaut, dass man Unternehmen wählt, die jetzt solide positioniert sind. Sei das von den Kennzahlen her, also das Finanzrisikoprofil gut ist, also tiefe Verschuldung, hohe Margen, wie gesagt, gute Marktstellung muss sie haben, dass sie auch Preise weitergeben kann und halt auch mal in Schwächen der Wirtschaft den Verbindlichkeiten nachkommen kann. Und wir sind klar der Meinung natürlich, wenn wieder etwas Druck an die Märkte kommt, dann werden, wie gesagt, sehr viele Unternehmen in den gleichen Topf geworfen. Also wir sind überzeugt, dass natürlich ein solches Szenario nicht nur Risiken und Kursrutsche natürlich mit sich bringt, sondern auch sehr gute Einstiegsmöglichkeiten bietet. Gut, das ist ja euer Geschäft, oder? Wenn alle in denselben Topf geworfen werden, dann schaut ihr nach, welche sind da dann fälschlicherweise dort drin und die pickt ihr ja dann heraus. Genau. Meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielleicht nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich ein Testabo bei InvestCH zu holen. Da bleiben Sie immer informiert, was bei DAX, SMI, S&P 500 und so weiter alles geht, auch an den Devisenmärkten und bei den Online, auch einzelne Aktien. Und ja, dann bedanke ich mich bei Vivien Sparenberg für die Teilnahme und Christian Fischer. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg an den Märkten und eine gute Zeit. Dankeschön.